Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Blood Bowl. Wir befinden uns in Halbzeit 2 des Spiels von Narok gegen Arioso. Narok hatte mich gebeten, das Spiel nachzukommentieren. Es steht 1:0 für Arioso zum Beginn der zweiten Halbzeit. Wer die erste Halbzeit noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Sie ist wirklich taktisch sehr gut gespielt. So, hier haben wir jetzt wieder den Punkt. Ja, in dem Angriff würde ich jetzt auch nicht alle Gruftwächter in die erste Reihe stellen, eben um Perfect Defense, Blitz noch Reaktionsziele zu haben. Trotzdem würde ich versuchen, mir drei Würfelblocks zu machen. Deswegen, so, als Anstoßereignis hatten wir jetzt hier gerade, wer hatte eigentlich den Fame gewonnen? Naja, können wir gleich gucken. Als Anstoßereignis haben wir in dem Fall schnellen Zug. Das heißt, jeder Spieler darf sich ein Feld bewegen. Er hat auch hier schon mal einen Khemri unter den Ball gestellt. Auch er hier kann schon mal einen Schritt nach vorne gehen. Dann wäre jetzt die Frage, können wir hier sonst noch irgendwie was anderes machen? Ja, vielleicht hier drei Würfelblocks für ihn stellen oder so. Grundsätzlich würde ich, wenn ich schon zwei Mighty Blow Spieler hier im Team habe, die so positionieren, dass ich zumindest mit Mighty Blow draufhaue. Wir gucken uns mal einmal Ariosos Defensivtaktik an und das ist halt die ganz normale, die man jetzt hier auch hat. Also die gegen die Khemri ist nicht zu erwarten. Die Chaoszwerge sind definitiv das schnellere Team. Und ja, die Bullzentauren hier in der hinteren Reihe, damit sie da außenrum schwenken können und der Mino als Blitzbedrohung. Wer steht draußen? Ein Dirty Player wieder, okay. In dem Fall, er stellt sich unter den Ball, das ist auch richtig so, genau. In dem Fall gegen agile Teams würde ich mit Khemri immer kompakt bashig angreifen. Gegen so ein Chaos-Zwergen-Team würde ich dann versuchen, irgendwie breite Front zu bilden. Ja, das passt ja hier wunderbar. Was mir daran nicht gefällt, im Moment stehen in der ersten Reihe jetzt bis auf den Blitzra die Rüstung 7 Tages. Deswegen, hier müssen wir nochmal so ein bisschen unterstützen. Und dadurch, dass du jetzt über die Seite angreifst, ist halt er hier so ein bisschen frei. Der Käfig muss nicht voll gemacht werden, das reicht ja vollkommen aus. Wo will der denn hin? Warum? Was? Also, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen, dass auch in so einer Situation der Käfig voll gemacht wird. Dieser Jung hier braucht jetzt wieder eine ganze Runde, um überhaupt hier vorne in die Action reinzukommen. Die Jungs hier werden jetzt ein bisschen alleine gelassen an der Stelle. Deswegen, wenn er hier sich jetzt nur dahinter gestellt hätte oder wegen mir auch hierhin positioniert hätte, dann hätte Arioso sich schon überlegen müssen, wenn er ihn blitzt, ob er dann auch noch folgt. Jetzt ist er hier ein wundervolles Target für den Spieler, der hier zwei Felder davon entfernt ist. Das heißt, er steht nur auf, er wird definitiv geblitzt und der Rest wird vorher noch positioniert. Ja, der hier kann da ziemlich Unheil anrichten. Und wenn er hier nur dahinter steht, dann überlegt sich Arioso schon, ob er hier dann auch folgt an der Stelle oder ob er vielleicht sogar mit jemand anders blitzt, um an der Stelle jemand anderes an diesen Spieler hier dran zu stellen. Deswegen, dass der Käfig hier, wie viel Bewegung sollen denn die Chaoszwerge haben, um da in den Käfig reinzugehen? Interessant ist natürlich, ja, wenn er den Ball aufnimmt und es nicht schafft, kann er in eins von vier Feldern scattern, wo dann wieder einer steht, der mit Agilität 1 im Regen auf die 6 plus den Ball aufhebt. Ich denke nicht. So, gut, wie auch immer. Da kommt der Blitz an der Stelle auch richtig. Den blitzen, wenn er am Boden liegt, hier vor und nach da hingehen. Der Angriff soll definitiv hier über diese Seite erfolgen, das ist auch gut. Was nur schade ist, dass jetzt der Blitzra wahrscheinlich so ein bisschen hilflos da steht. Ja,
Arioso macht erstmal die Züge ohne Würfeln, die Leute aufstellen, das ist definitiv richtig. Also er blitzt jetzt, entscheidet sich jetzt hier für den Blitz und nicht für den Blitz auf der Seite, weil hier jetzt auch die starke Front ist. Er sieht ja, dass der Angriff über die Seite erfolgen soll. Nichtsdestotrotz, da ist halt nur ein Gruftwächter und drei können noch sich hier auf der Seite nach vorne prügeln. Ich glaube, Arioso, du solltest einfach dein Mino immer nur noch auf die 4 plus bewegen lassen. Beim Blocken und Blitzen will er ja scheinbar nicht so. Genau. Also, mit diesem letzten Zug sorgt Arioso auch dafür, und das ist, guckt euch das an. Also, er hat hier die Stärkeüberzahl geschaffen. Er hat also immer, dadurch, dass er sein Garda hier eingesetzt hat, sind das hier alles Half-Dice. Mit Ausnahme dieses Spielers hier. So. Er hat Stärke 3, wird da Stärke 4, 5, wird auf den hier im Endeffekt nur negiert. Das heißt Stärke 4 gegen Stärke 3. Das heißt, dieses Skelett hier hätte jetzt ein One-Die auf diesen Spieler, um sich da zu befreien und damit zwei weitere Spieler zu befreien. So, jetzt bin ich gespannt. Also der Angriff erfolgt jetzt über die Seite. Ja, ich weiß nicht. Wenn ist schon richtig, wenn du hier auf der Seite durchgehst, ist es für Arioso zu einfach, das zuzustellen. Jetzt muss er sich bewegen. Nichtsdestotrotz, den Block hätte ich, glaube ich, mit diesem Skelett hier gemacht, einfach nur, um ihn hier vorne da von denen zu befreien. Oder du sagst dir halt einfach, Skelette sind mir egal. Wer braucht schon Skelette? Ja. Ja, an der Stelle, ich glaube, den hätte ich auch genommen. Gucken wir mal, Mighty Blow hat nichts gemacht. Naja. Ja, genau. Also das, was ich gerade gesagt habe, hält sich jetzt in diesem Zug schon ein. Sehr schön. Nichtsdestotrotz, genau, der muss nach da, weil der Mino kann ihn jetzt zur Seite schieben. Er kann ihn zur Seite schieben und dann. Er kann sogar mit dem Mino hier auf den Chain Push gehen und dann beide Spieler wieder befreien. Okay. Den Half-Die habe ich jetzt nicht verstanden, bevor der Mino geht. Moment, das will ich mir gerade nochmal angucken. Wenn er den weggeschoben hätte. Ach so, er wollte ihn wegschieben, damit er ihn hier befreien kann. Er hatte auch noch nicht geblitzt, dann hätte er hier mit Bewegung 4, 5, 6, 7, 8, 9 den hier da hinten dran stellen können. Ja. Dadurch, dass der aber schief gegangen ist, ich glaube, das wäre mir jetzt zu heiß gewesen. Ich glaube, ich hätte ihn hier jetzt einfach nur aufgestanden, hätte hier die Blocks genommen, mit dem Mino, mit vielleicht sogar mit dem Mino geblitzt hier, um den Mino hier vorne irgendwie dran zu stellen. Vielleicht diesen Gruftwächter dann damit mit dem Mino zu binden oder so. Also das ist mir ein bisschen zu kompliziert gedacht gewesen gerade, aber na gut. Ja, das ist hier eigentlich ziemlich gut. Genau, durch den Fehler, oder was heißt Fehler, aber durch die Spielweise ist hier jetzt die Möglichkeit eröffnet worden. Ja, er hätte ja jetzt auch dastehen können, das hätte ja auch gereicht. Okay. Das ist jetzt auch wichtig, dass der zu Boden geht. Und der Stun ist auch wichtig, genau. Genau, ich hätte erstmal den Two-Die vor dem One-Die hier gemacht. Und da hättest du jetzt auch noch einen Half-Die hier gegen den Mino machen können. Was ist ja Block.
Ja, das Problem wird es jetzt gerade, wie eigentlich weiter. Deswegen Arioso ist eigentlich auch noch in einer guten Position. Er hat den hier jetzt zurückgeschoben. Das K.O. hier ist natürlich großartig, dass das so auch klappt. Aber hier fehlen ja noch so ein paar Leute. Also mit Elfen hätte ich jetzt gesagt, du bist durch, in Blotsch wie Trast. Aber mit Khemri ist halt das hier noch so ein bisschen schwierig. Also dir fehlen gerade eine Menge Leute auf der eigentlich starken Seite. So. Und genau das wollte Arioso ja gerade auch schon machen. Da ist das Go for it daneben gegangen, aber ja. Deswegen hätte dieser Gruftwächter nur da gestanden, wäre das schon wieder nicht möglich gewesen. Schön gesehen, kann man durchaus machen. Und es regnet, der Ball liegt am Boden. Oh, jetzt hagelt es hier aber, die Rüstungsbrecher. Ja, den nach da und stehen bleiben, oder? Okay. Und jetzt hier außen rum ein. Ja. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt wieder umgeblitzt hier mit 4 plus, zack. Wenn das eben geklappt hat, warum diesmal nicht auch? Insgesamt würde ich weiter abwarten. Also es ist ja noch nicht viel passiert. Ich würde jetzt ihn hier blitzen. Und dann gucken, was da einfach passiert. Ihn hier einfach liegen lassen als Bedrohung. Ja, er muss da jetzt stehen bleiben. Genau, jetzt kann ich hier zwei Würfelblocks auf Rüstung 7 mit Mighty Blow. Auf Wiedersehen. Jupp, klappt. Und schon wieder Regeneration nicht. Ja, das sieht ziemlich gut aus für die Chaoszwerge an der Stelle. Und da verstehe ich es jetzt nicht, weil was soll passieren? Also im Zwei, also im eigentlich er hier hätte jetzt den Gruftwächter noch decken können und dann hättest du ihn hier mit einmal dahin geschoben. Und hättest einfach nur ihn getaggt. Und dann hättest du einfach dir einen wunderbaren nächsten Zug vorbereitet. Also den hier finde ich ein bisschen. Und wenn da jetzt auch noch die Rüstung bricht, hast du eigentlich da wieder alles freigeschaufelt. So. Und dadurch, dass jetzt der Gruftwächter frei ist und ja. Ich meine, ja, Hobgoblins stellt man ungern an Gruftwächter dran, das ist mir ja auch bewusst, aber. Oh, die Pausen sind aber jetzt auch notwendig. Er hätte blitzen müssen. Oder wer kommt? Kommt jetzt der rüber? Wie, wo ist der Blitz? Oder mit ihm hier blitzen und dann da, ne? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ja, das ist ja eigentlich noch das Beste, was passieren kann, DK. Ja, aber selbst wenn er geblitzt hätte, wo hätte er denn hingewollt? Da. Das wundert mich jetzt. Also,
Wofür sind diese Blocks jetzt gerade wichtig? Er hier muss definitiv hier rüber reagieren. Dieser Spieler muss aufgestellt werden. Hier müssen die Defensive aufgestellt werden. Wenn irgendwas hier in Double Skull Double Skull mündet, sind die Khemri hier hinten durch. Da ist keiner getaggt, alle können sich frei bewegen. Das hier halte ich gerade für einen Fehler, hier zu blocken. Ich würde jetzt hier rüber gehen, ihn aufstehen lassen. Ja, er hat Rüstung, er hat Stärke 4. Entweder ihn hier jetzt darüber, hier schön blitzen, dann ein Feld zurück, oder halt ihn nur aufstellen lassen, Blitz dann dahin, so dass die Gruftwächter da halt nicht durchkommen, und dann halt mal versuchen, oder halt ihn aufstehen lassen, dann mit dem Mino den Gruftwächter hier nach dahin, dann habe ich hier die Unterstützung, kann ihn dann nur aufstehen, stellt ihn hier rum, den Hobgoblin da rum, diesen Zwerg hier an die Position, um hier quasi die Verteidigung in die Richtung weiter aufzumachen. Er hier, ja, entweder lasse ich ihn nur aufstehen oder, ja. Und dann habe ich im übernächsten Zug eine Menge Möglichkeiten zu reagieren. Ja, der sollte sich nur bewegen, okay. Aber gut, dass du ihn mit ihm nicht geblitzt hast. Ja, dadurch, dass er down geht, kann man jetzt dahin. Ja, hervorragend. So. Aha. Jetzt muss der Blitz nach vorne erfolgen. Der Gruftwächter, genau. Was anderes geht auch gar nicht. Dadurch, dass es nur Schieben ist, nach dahin. Die anderen beiden Bewegungen ausnutzen oder halt hier an die beiden ranstellen. Sideline Cage. Okay. Drei Züge noch. Mhm. Ja, viele Khemri stehen gerade nicht mehr auf dem Platz, ne? Ne. Bin gespannt. Also es läuft eigentlich ziemlich gut für die Chaos-Zwerge. Also ein Seitenwechsel ist jetzt nicht mehr zu befürchten. Das heißt, hier jetzt einfach da schön alles zustellen. Dahin, dahin. Sofern ihm... Ja, der will sich mal wieder nicht bewegen. Ist halt ein Mino. So, und jetzt ihn hier da noch rüber. Ja, genau. Okay. Warum? Warum? Also das verstehe ich jetzt nicht. Also, das hier hätte doch auch einfach der Hobgoblin machen können. Ja, Rüstung 7, aber es ist halt irgendwie so ein dummer Hobgoblin. Ihn hier da einfach hin und dann an die Stelle des Hobgoblins den hier gestellt. Dann hättest du hier deinen... Oder wolltest du ihn da noch rumziehen erst, aber dann... Ich glaube, da hätte ich jetzt auf One Dice gegeben. Also... Aber jetzt gibt es zumindest durch das K.O. die Möglichkeit zumindest... Ja... die Hoffnung irgendwie da noch durchzukommen. Das heißt, hier reicht ein Schieben aus nach dahin, genau. Ja, und dann... Lauf, Khemri, lauf! Ja, die Go-Foils würde ich gar nicht mehr machen. Ja, okay. Das ist okay. Und jetzt hier einfach ran. Genau. Du hättest dich auch hier frei blitzen können. Oder halt 4 plus Dodge, um den Hobgoblin hier noch zu... Nochmal 4 plus Dodge. Nochmal 4... Wow! Ja, und jetzt geht er schief, oder was? Mit den Würfelergebnissen hättest du ja alle zustellen können. Mai, oh mai, oh mai. Ja gut, er hat AG3, ne? Ist ja noch ein
richtig guter. Ja. Ja, siehst du, den habe ich gar nicht gesehen. Da kann es nur hier auf Dodge hinauslaufen. Ja. Reicht wahrscheinlich trotzdem aus, um ihn hier festzumachen. Und jetzt muss eigentlich nur noch er hier da vorne irgendwie dran. Ja, genau. Ja, das macht es natürlich einfacher. Ja, das ist wurscht. Foul kann man da ruhig tun. Oder so. Und jetzt sehen wir Dodge in den Camry. Ja, perfekt. Eiskalt rausgespielter Touchdown zum 1 zu 1. Also, mit den Camrys definitiv kompakter angreifen. Gruftwächter irgendwie zusammenlassen, möglichst versuchen, in Turn 1 so viel wie möglich Raumgewinn zu machen, bevor die Chaoszwerge sich positionieren können. Wir gehen da gleich nochmal in die Situation zurück, bevor wir hier dann wieder zurück in Turn 16 gelangen. Also wir gehen hier nochmal zurück in den allerersten Zug. Jetzt haben wir das ja alles gesehen. So, da müssen wir nochmal einmal hier zurück in die Aufstellung gehen. Das ist, glaube ich, jetzt Quicksnap, was wir hier gerade sehen. Genau. So, die Chaoszwerge stehen ja so, wie sie jetzt hier stehen. Ich hätte hier auch natürlich geblitzt auf die Stelle. Also, du kannst dir, wenn der Zwerg hier schon so steht, kannst du ja deine starken Spieler so einsetzen, dass sie hier außen rumgehen. So, mit Khemri gegen Chaoszwerge macht es meines Erachtens nur Sinn, sich auf einer Seite stark hinzustellen und dann gemütlich nach vorne zu prügeln. Ja, die Ballaufnahme hier ist schwierig, aber die Chaoszwerge sind jetzt auch nicht so Bewegungswunder, mal von den Bullzentauren abgesehen, um hier irgendwie eine Bedrohung zu stellen. Deswegen die hier kompakt auf die Seite, da einen Dreiwürfelblock hinstellen, da einen Dreiwürfelblock hinstellen, ihn hier definitiv auch noch blocken mit einem Skelett und einem Blitzra hier auf der Seite. Und dann habe ich hier vorne zwei starke Jungs stehen. Den nächsten starken Jungen stelle ich hier hin, blitze dann hier außen rum und kann dann alle Leute hier mit Tackle-Zonen vollstellen, sodass ich halt hier dann über die Seite angreifen kann. So würde ich das da an der Stelle eher mal versuchen. So, und wir gehen jetzt hier wieder zurück. Wir haben das ja alles gerade schon gesehen, was hier passiert. Denn das Problem hier, wir sehen es hier zum Beispiel gerade an der Aufstellung, ich habe hier drüben 1, 2, 3, 4 Camry und ich habe hier 5. Die reichen nicht aus, um sich hier gegen Chaoszwerge durchzuprügeln. Ist natürlich in der Nachbetrachtung immer einfacher gesagt, ist mir auch bewusst. Ja. Ja, hier wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, das ist schon so okay. Vielleicht würde ich hier ein Skelett anstelle des wichtigen Gruftwächters da vorne hinstellen, weil die können halt einfach umgebatzt werden. Ihn hier würde ich definitiv nicht in die erste Reihe stellen. Ja, er kann hier, obwohl er kann mit Guard unterstützen. Doch, das ist okay. Ja, und das ist gegen den One-Turner aufgestellt. Sehr schön. Bin gespannt, ob Arioso ihn macht. Er hat ja im Endeffekt wie Bewegung 8.
Oder ob er auf Quicksnap baut. Genau, er versucht jetzt mit dem Mino diesen Spieler hier da reinzubringen. Deswegen eventuell diese hier nochmal dahin in das Feld und den in das Feld. Ja, schauen wir mal. Sieht machbar aus. Und regnet es immer noch? Nein, es gibt ein schönes Wetterchen. Aber der Ball ist natürlich ziemlich weit hinten. Ja, da kommt schon mal das erste Schieben da rein. Jetzt haben wir einen 3-Die, oder? Ach nee, der hier negiert den 3-Die, alles klar. Ja, das läuft doch schon mal gut. Und der nächste, ja, ohne Reroll. Schade. Ansonsten, ihr seht das hier, dahin und dann, das hätte funktionieren können. Ja, hier AG3 einmal ausgespielt, allerdings ist das ein 4-Plus-Pass. Warum? Der hier hätte ja auch einfach ein Feld zurückgehen können. Naja. Gut, so, 14 Rüstungsbrecher zu 6. Bei mehr Tackles auf Camry-Seite, und von den 14 sind hier 3 Verluste, 5 K.O.s. Ja, bei den ganzen Blocks hätte man durchaus auch mal den einen oder anderen Verlust erwarten können. Nichtsdestotrotz, ja, Camry haben Rüstung 7, Chaoszwerge haben Rüstung 9, aber, tja, was soll ich sagen, läuft. Genau, hier sehen wir die SSP, Würfelwürfe, denke ich, sind auch alle okay. Also wir haben hier ein gutes Spiel gesehen. Von dem her, ich kann da auch wenig zu sagen, also die, was heißt wenig, ich habe ja ein bisschen was dazu gesagt. Also kompakte angreifen würde ich mit den Camry definitiv, du hast vielleicht mein Spiel gegen Mark Norway gesehen. Da siehst du, dass er sehr, sehr, sehr kompakt angreift, seine Gruftwächter halt immer nach vorne stellt. Nun ist es auch was anderes, ob ich mit Camry gegen Waldelfen oder gegen Chaoszwerge spiele. Nichtsdestotrotz, der Vorteil der Camry sind die 4 Stärke 5 Spieler, die sich gegenseitig unterstützen. Und du hast ja auch einen mit Guard. Deswegen auch da, wenn die kompakt sich jede Runde einmal und wenn es nur Schieben ist, nach vorne prügeln, kann man da durchaus auch gegen Chaoszwerge gewinnen. Und ja, deine Defensive war bis auf den einen Zug ziemlich gut, aber der eine Zug hat natürlich alles ermöglicht und am Ende, ja, mit Glück quasi das 1-0 und auf der anderen Seite natürlich auch mit genau dem gleichen Glück das 1-1. Das Spiel wäre eigentlich mit 0-0 verdient gewesen in meinen Augen, so ist es aber und ja, Glückwunsch zum Gruftwächter-Level-Up an der Stelle. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Taktik-Tipps-Format, wenn ich mal wieder eins zugeschickt bekomme oder ihr mich fragt. Ich versuche das immer wieder reinzuschieben, wenn ich denn irgendwie Zeit habe. Bis zum nächsten Mal jedenfalls, euer Jagul.